Leute und damit herzlich willkommen zu Prey. Schön, dass ihr reinlohnt zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. In Isolation hat so viel Bock gemacht, dass ich mir dachte, Mensch, hab total Lust, nochmal in dem Sci-Fi-Setting zu bleiben. Und deswegen habe ich dieses Spiel jetzt mal ausgepackt. Ein Spiel, was ich sehr lange schon in der Bibliothek habe. Und tatsächlich damals nur ausgesucht habe, mir das zu kaufen, weil ich das Cover so geil fand von dem Spiel. Ich weiß aber überhaupt nichts darüber, außer dass ich davon ausgehe, dass wir uns auf einer Raumfahrtstation oder Mission befinden und dass wir von fremden Wesen angegriffen werden. Aber was genau passiert, das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel, liebe Leute. Und nehmen den Schwierigkeitsgrad normal. Und hier ist schon so ein bisschen wie, ja, Bethesda ist wieder am Start, Leute. Denke ich natürlich sofort an Fallout, wenn ich das sehe. Du erwachst in deinem Apartment im Jahr 2032, was witzig ist aus unserer Perspektive, denn das ist nicht mehr so lange hin. Okay, Leute, ich bin mal kurz weg. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Der erste Tag, neues Ziel. Okay, unter O kann ich mir das angucken? Alex hat mich überzeugt, ich werde mit ihm auf die Raumstation Talos 1 gehen. Die Arbeit dort oben ist einfach zu gut, um sie abzulehnen. Außerdem hat er gesagt, er hätte eine Überraschung. Ich muss im Trainingszentrum durch einige Reifen springen, bevor ich an Bord des Shuttles gehe. Ziehe deine Transstar-Uniform an in deinem Apartment. Sehr gern. Sehr schön, Leute. Überraschend hell schon zum Start. Freut mich natürlich. Läuft alles. Ich lunze gerne wieder mal ein bisschen rüber. Passwort eingeben. Okay. Ja, aber da ist doch schon das Passwort. Aber ich komme da nie ran, Leute. Okay, ich soll das wohl noch nie machen. Ich verstehe. Okay, ich soll meinen Anzug anziehen. Ich gucke natürlich gerne noch mal ein bisschen rum hier. Fantastisch. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen direkt los, oder? Schöner Einstieg. Okay, ich steige in den Helikopter auf dem Dach. Den haben wir ja gerade gesehen, wie der ankam. So, bin ich wieder da? Ja, ich habe kurz gerade gedacht, ich habe die Kamera Guten noch Morgen, gar nicht. Miss Yu. Hier angemacht. Hallöchen. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Sie müssen den Aufzug nehmen. Okay, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Humor dabei. Okay, ja. Am besten fand ich ja schon Guten Morgen, Morgen. Okay, Leute. So viele Wege gibt's nicht. Aha. Die Mucke erinnert mich so ein bisschen an Subnautica und auch der Grafikstil. Miss Yu. Machen Sie es sich gemütlich. Gleich geht's los. Die Transstar-Anlage ist nicht weit weg.
25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Sehr coole Idee auch mit den Publisher und wahrscheinlich kommt der Entwickler jetzt auch gleich noch. Arcane Studios. Super Idee. Und wir genießen wahrscheinlich den letzten Helikopterflug, liebe Leute. Schön nochmal die Skyline mitnehmen. Auf die Bucht. Sehr geil. Ich überlege gerade, wie witzig wäre, wenn die Mucke wirklich lauben würde. Um so richtig schön in Stimmung zu kommen. Okay, das ist wohl schon, oder? Okay, das war ehrlich gesagt der kürzeste Flug überhaupt. Und man überlegt schon, ob man hier halt einfach zu Fuß gehen können. Pray. Da wären wir, Monsieur. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Dankeschön. Gut, Flug, Alter. Begib dich ins Testzentrum. Oh. Hallo, Dr. Yu. Hallo? Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator. Okay. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu. Zumindest ich. Huch. Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Trendstar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Nö, danke schön. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Okay, wie lange geht dieser Dialog? Der Aufzug wird Sie direkt in den Testbereich bringen. Okay, ich höre auf. Dankeschön. Oh, sorry, ich habe dich aus den angedotzt, lieber Wissenschaftsoperator. Okay, Trendstar, ne, man will es auch so aussprechen. Ne? Ich habe kurz überlegt, Trendstar, na gut, es nimmt ja, es wird ja genau das. Bin ich nie William Yu? Ja, oder? Oder habe ich da schon wieder was verpeilt? Okay, Leute. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen neuen Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Stimmt, wegen Morgan. William Yu ist doch, glaube ich, mein Du da jetzt, ne? Mit dem ich da kommuniziert habe. Ich versuche mir die Namen zu merken, aber ihr merkt es schon. Morgan. Endlich. Nee, er heißt nämlich Alex. Die haben alle so ein Yu hinter ihrem, also als Familiennamen, oder was? Hallo. Hey. Oh. Diese Trendstar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Oh, gut. Alles klar. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Okay, danke, Bruder. Dr. Yu? Die wissenschaftliche Methode, Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen Mathematiker auf dem Niveau Einstein machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Angesichts Alex Yus Überzeugung jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, bin ich gefesselt. Er hält mich nicht zum Narren. Sich selbst. Vielleicht. Aber mich? Nein. Alex lehnt sich in seinen Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Okay. Testing Rooms, Leute. Ah ja, das sind sie schon, die Doktoren. Dr. Bellamy, sind sie es? Guten Morgen, Morgen. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit?
Gut, fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay, auf geht's. Oh. Scheiße, schon verkackt. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Gut, das ist ja nur aber absolut klar, was ich mache, oder? Sehen Sie. Sie versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich. Gibt's synaptische Aktivitäten? Hallo, Kann Leute. Ich? Oh. Nein. In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter, Morgan. Gehen Sie in Raum C. Okay, geil. Sie machen das toll. Dankeschön. So, echt ein Gunststück bei mir. Oh Mann. Okay, was ist das? Okay, ich bin also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne Nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Der Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Okay. Also wenn ein bisschen Humor mit drin ist, finde ich super, Leute. Diese Todernste bin ich ja auch nicht so ein Riesenfan von. Ein bisschen Spaß kann schon mal dabei sein. Okay, ja. Soll ich mich hinsetzen, kann Leute? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Ach, ich hätte auch gern einen. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ja. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Bereit. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Vertraut. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Okay, harter Umschlag jetzt gleich direkt. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war es wert. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Gut, weiter. Glaube ich gar nicht so überraschend, oder? Meine Auswahl. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn Sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Okay, dann muss ich ja mein Prinzip fast geschafft. Treu bleiben, ne? Wie fies. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Den dickleibigen Mann stoßen. Okay. Wow. Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Gleich fertig. Im
nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Oh. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Oh. Ich dachte, es wäre... Ja! Mein Gott! Oh Gott! Sicherheit! Sicherheit! Hier. Oh, die sind schon verdammt eklig, oder? Kam der jetzt aus dem Kaffee raus? Kann das sein? Alex. Das sah so aus, oder? Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Okay, das klang jetzt aber so ein bisschen so... Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Oh. Es passiert alles nochmal? Es wirkt jetzt auf mich so ein bisschen wie so eine Simulation oder so. Okay, wartet mal. Das ist der erste Loot, den ich nehme. Okay, das klang jetzt aber so, als wäre mein Bruder damit dran beteiligt, oder? An dieser ganzen Ehenkramnummer. Tutorial. T. Okay, Arbeitsterminals. Schönes Bild von ihm. Viele Transstar-Angestellte haben ihren eigenen Arbeitsterminal. Für gesperrte Terminals brauchst du ein Passwort. Suche in der Umgebung nach Hinweisen oder setze die Hackerfähigkeit ein, um die Anmeldung zu umgehen. Auf Arbeitsterminals findest du E-Mails, Dateien zum Download oder besondere Programme. Alles klar. Gefahr, verschwinde. Von January an mich. Okay. Gefahr, verschwinde. Okay. Okay, alles klar. Okay, das ist schon echt ein bisschen unheimlich, so dieses... Es ist alles so wie vorher, aber man... Alleine die Sounds... sagen mir was anderes. Mal eine ganz ernst gemeine Frage. Wann hat das angefangen in Videospielen, dass mir Realität vermittelt werden soll, indem ich Toiletten spülen kann? Wer hat damit angefangen? Was soll das eigentlich? Frag mich das wirklich. Das ist genauso wie diese Türen-Thematik. Warum muss im Videospiel jede Tür knarzen, als wäre das das Normalste der Welt? Stellt euch mal vor, jede eurer Türen würde knarzen. Das würde einen doch total wahnsinnig machen. So, was habe ich denn hier für Loot? Herzlichen Glückwunsch, Morgan, Alex. Okay. Wahrscheinlich, weil ich an der Mission mit teilnehmen kann. Wobei mein Test ja jetzt ordentlich schief gegangen ist, ne? Ich weiß nicht, ob diese Bücher, ob das nur so Stuff ist zum bisschen Lesen. Also alles werde ich nicht vorlesen können, Leute. Ich hoffe, das ist okay. Ich pick mir immer mal ein bisschen was raus. Jetzt haben wir das auf, jetzt lese ich das natürlich gerne vor. Die wissenschaftliche Methode, Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihnen in weniger als 10 Minuten... Ach so, lol, das ist ja genau dasselbe Buch. Ha, geil. Okay, ich nehme einen Anzug. Und ich bin gespannt, was sich jetzt verändert hat. Was ist los, Moge? Aber der Fisch ist noch da. Alles cool. Klettern? Ach so. Lol. Okay, sie ist halt tot, Patricia, ne? Pau für Taschenlampe? Oh. Rohrzange. Hallo Morgan. Okay. Wir sollten reden. Wird das pausiert? Ja, sehr geil.
Industrierohrzange aus Hepatitus, auch Heffi genannt, kann ich mir besser merken, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der Transda-Einrichtungen, eignet sich für die freimütige Anwendung perkussiver Wartung und mechanischer Auseinandersetzung. Okay, du verbrauchst Ausdauer damit und ich kann einen schweren Angriff machen. Codename ist January. Okay, January. Es ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Okay. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst die Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ausbrechen. Finden Sie aus dem Apartment raus. Oder fliehen. Okay, January, das ist ja die, die mir die E-Mail jetzt geschickt hat, ne? Okay, ich habe hier noch einen Schrank. Wie komme ich denn hier raus, Leute? Gute Frage, oder? Ich mache mal die Lampe aus. Wie komme ich denn hier raus? Weil die Frage ist, kann ich diese Scheibe einschlagen? LOL! Okay, geil! Oh, das ist ja super interessant! Okay, da... Also... Dafür, dass man sonst immer alles erklärt bekommt, ist das schon mutig, mir als Spieler das zuzutrauen, dass ich das check. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Okay, Simulationslabor, wie ich es mir gedacht habe. Das wirkte nämlich auch alles so. Okay, erstmal schön wieder. Von Bellamy, das war der Doktor jetzt, ne? Wenn Sie schon mit unseren Hauptproduktlinien zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidungen fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine direkte Bitte sowohl von Alex als auch von Morgan. Okay. Dr. Bellamy, mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren fern von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Okay. Programme? Ach krass. Ja, das ist halt von dieser Simulation jetzt, ne? Beziehen sich auf das Testament von Audioereignis Hinweis. Taubengrafiken wurden aufgrund eines Fehlers in den gerenderten Daten deaktiviert. Ja, geil. Die Hinweise noch. Ist ja genial. Taubentest. Okay, das ist ja sau unheimlich. Okay, Weckruf. Hey Morgan, wach auf. Ach krass. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Oh. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Oh, das ist ja bis cool. Später. Oh Mann, das ist ja voll meins. Noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Gott, das ist uns unheimlich, oder? Oh Mann, das ist ja genial. Hat sicherlich alles schon gegeben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon gerade extrem gehypt. Das ist ja ein richtig cooler Start. Okay, was soll ich nochmal machen, Leute? Ich gucke hier erstmal rein. Safecode ist... Kann ich doch gar nicht lesen, oder? Wo mir ja auch gesagt wurde, dass ich die Codes in der Umgebung finden kann, ne? Notiz. Fertigungsauftrag. Liefern an Marco Simmons. Okay. Okay, das wäre wahrscheinlich der Code, ne? Und da unten? Ah, okay. Dafür brauche ich wirklich diese Hacker-Geschichten. Ich verstehe. Was ist das? Passwort. Ja, geil. Ist ja das Beste. Ach, geil, ich muss das auch noch nicht mal eingeben, ne? Ist ja genial. Okay. Passwortsicherheit, ne? Hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Misslungene Installation von meinem Bruder an Simmons.
Simmons, die heutigen Testergames waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Okay, Simmons und mein Bruder scheinen ja mehr zu wissen. Und irgendjemand beobachtet mich hier. Oh Mann, ist das cool. Oh Mann, ist das cool. Ja, hab ich Bock. Sehr schön. Ach krass. Oh Gott, ist das unheimlich. Mein Raum ist einfach nur ein Labor, Leute. Mein schönes Apartment. Da kann jeder reinlunzen. Okay, ist ein Fahrstuhl. Okay, das ist die Stimme von dem angeblich fahrenden Helikoptermann. Ich kann ja auch Loot einsammeln, Leute. Okay. Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Szenenwechsel wird durchgeführt. Oh Mann, ist das cool. Ein Kommentar zu heute Morgen an alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Mrs. Elaser und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um Ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird da derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Okay. Programme. Okay, Hinweis. Okay, das finde ich ja sau spannend. Wenn sich Testperson MU im Aufzug befindet. Wartungsarbeiten zwischen Testläufen. Okay, das ist ja sau unheimlich. Okay, ja. Ich mach das einfach mal. Oh mein Gott. Okay, dann kann ich da hin und her switchen. Und die Testräume habe ich auch noch zurückgesetzt. Okay. Für euch wieder ein bisschen Licht, Leute. Ah, hier sind die Testräume. Oh, da ist so eins. Oh Gott, kommt der jetzt durch die Scheibe durch? Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Ja, okay, also war das wirklich kein Zufall, ne? Mit der Tasse. Oh Gott, die kommen einfach so random irgendwo raus. Oh, das ist ja unheimlich. Oh, da ist wieder Jumpscare-Gefahr angesagt. Okay. Ich kann irgendwie Loot aufheben. Exit to Lobby. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe, aber irgendwie fühlt sich der Weg so richtig an. Deswegen gehe ich ihn einfach. Okay. Sau spannend. Kontrollraum. War ich das schon, Leute? Was ist der Heli hier? Oh, fuck. Ach, je. Was? Typhon Organ 9mm Muni. Oh. Fuck. Okay.
Scheißendreck. Dach von Echolo. Warte mal. Ach, das ist cool. Huch! Oh Gott, ich gehe hoch. Oh Mann, das ist ja mega. Hammer. Geil. Looking Glass aus. Oh, hier liegt noch eine Leiche, Leute. Okay, der hat auch noch so einen. Die Kreta. Ich gar nicht gesehen. Oh Mann. Okay, Leute. Was ist hier? Dekontaminierung? Okay. Oh. Ah, weg damit! Oh, die vermehren sich! Oh Mann. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Danke dir. Was bist du? Medikit. Schnellauswahl. Tee. Okay, Leute, ich muss mir das alles mal durchlesen. Mein Problem an Sypha ist leider immer, dass ich ein extrem schwieriges Technikverständnis habe. Und Sypha ja immer mit so viel Technik vollgeballert ist. Was ja geil ist, aber versteht das auch mal alles aus meiner Perspektive. Manche sind da etwas klüger, ich eher nicht. Und deswegen muss ich mir die Tutorials so alle durchlesen. Weil ich habe das Gefühl, es wird hier eine Menge Waffen und Kräfte geben, wie ich jetzt gerade auch hier sehe. Und die muss ich natürlich auch alle verstehen, wo ich die habe und wie die zu benutzen sind. Ne? Also herzlich willkommen im Videospielen. Aber bei Sypha ist es immer noch ein bisschen heftiger, finde ich. Mit der Schnellauswahl kannst du schnell zwischen, ja gut, okay, gut, das sind ja eigentlich Sachen aus deinem Inventar oder Favoritenrad. Wo ist denn das Favoritenrad? Und ich kann die Sachen mit einer Nummerntaste zuweisen. Okay. Ja. Okay, wenn ich hier dann E drücke, kann ich, genau. Und der Knüppel ist jetzt auch auf der 1. Na gut, dann ist da alles super, oder? Was ist hier? Bitte geben Sie mir Loot. Okay, aber hier sind die da jetzt drin, oder? Leute. Okay. Erstmal E-Mails lesen. Okay. Dringend, das ist doch was für mich. Von Markus Simmons. Na, Simmons kennen wir jetzt. Der Schlüssel der Leiche. Neues Ziel. Okay, den muss ich wo finden. Suche im Traumazentrum nach Bellamys Leiche. Lobby. Okay. Hey, ich glaube, Bellamys hat eine Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Okay. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie die Leiche der Schlüssel zu einem Quartier ab. Tut mir leid, dass ich so mag. Dass das so makaber ist, aber Alex würde aushören, wenn jemand anders diese Daten findet. Okay. Ja, also mein Bruder ist auf jeden Fall am Start. Und ich gehe mal irgendwo hoch. Okay. Guck mal, die habe ich ja, von denen habe ich jetzt auch allen schon gehört, oder? Greta? Die war tot gerade. Evelyn kenne ich. Das ist doch die vom Security-Dienst. Und Simmons, weiß ich noch nicht so richtig, welche Position der hier hat. Spiele auf deine Art, experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegnern zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Okay, das heißt, ich kann da oben durch so einen Schacht gehen oder die Schlüsselkarte benutzen. Und das, liebe Freunde da draußen, finde ich ja mega. Dass es nicht so schlauchgangmäßig ist. Fehler. Und ich kann da nie hacken. Und somit bleibt mir dieses Terminal verborgen. Waren die nie hier, diese Mimics? Ich glaube schon, oder? Oh, scheiße. Sorry.
Okay, ich lasse euch mal so ein bisschen auf, Leute. Damit ihr es vielleicht auch lesen könnt, wenn ihr möchtet. Okay, aber dann, weil ich ja jetzt nur gerade die Schlüsselkarte nie habe, außer was ist hier? War ich hier schon drin? Ah ja, scheiße. Oh. Ach, hier ist die Schlüsselkarte. Okay. Kann ich noch in Ruhe mal die E-Mails durchgehen? Ach, guck mal. Hier hat jemand auch dieselben Fragen beantwortet. Und witzigerweise hat die Person... Oder ist das wirklich meine... Ist das meins? Von? Warte mal. Hier sind die Ergebnisse heutigen Personalkeitstests. Ich stelle im Vergleich zum vorigen Ergebnis ein... gewisse Abweichung fest, und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid sagen. Den letzten Test habe ich zur Ansicht nachfolgend eingefügt. Okay, das soll mir jetzt wieder zeigen, dass das schon mehrfach mit mir gemacht wurde. Okay. Alles klar, Leute. Okay, ich habe gerade ein bisschen Bedenken, weil hier so ein Mimik unterwegs ist, und ich habe den jetzt gerade bei dem Stuhl das letzte Mal gesehen. Halt wirklich. Oh, fuck you. Entschuldigung. Muss ich mal kurz wieder ein bisschen motzen. Ich hab's genau richtig gesehen. Okay. Kann ich eigentlich... Kommt der jetzt? Das war ein Phantom. Typhon Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Okay, Phantomas ist auch am Start. Guck mal, da wäre ich jetzt auch rausgekommen, ne, wenn ich das gemacht hätte. Mal eine kurze Frage. Kann ich mit F5? Ja, ich habe nämlich Schnellspeichern gesehen. In den Tasten. Okay, Steuerpanel. T-Tutorial. Reparieren. Viele Objekte auf Talos 1 können repariert werden, vorausgesetzt, du hast es Reparieren-Fähigkeit und genügend Ersatzteile. Okay. Hab ich ja anscheinend nie. Alles klar. Do not enter. Oh. Aber der lebt doch noch hier, oder? Was ist denn das? Lebst du noch? Ja, klar. Ich hab dich doch gesehen. Oh. Die erste Waffe. Was ist das denn? Oh, jetzt kommt's. Transtar GLOO-Kanone. Gelschaum, Laminierungsorganismus, Obstruktor. Das muss so ein Spaß machen, sich sowas auszudenken, oder? Setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. GLOO kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladungen deaktivieren. Sobald du GLOO ausgehärtet ist, kannst du außerdem draufklettern. Sehr, sehr geil. Eine schöne Waffe. Bin ich gespannt. So, muss ich die schon nachladen? Nö, alles cool, oder? Okay, dich habe ich gelootet. Habe ich den Mimik noch vergessen? So, und hier ist jetzt schon das Beispiel für... Oh, kann ich draufklettern, ne? Okay, geil. Und da unten war schon wieder der nächste Mimik. Natascha Nikova. Ist auch am Stessel. Medikit hatte ich schon, ne? Okay, ja. Dann auf der 1 ist er... Und da ist er. So, das heißt, wenn er jetzt kommt, werde ich den nehmen. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Okay, Neuromod habe ich mitbekommen. Ah, hier ist noch ein Gegner. Gegners.
Lass mal nach, den Gerät. Okay, ich glaube, auf Fernwaffe ist das nichts, ne? Ist der hinter mir? Richtig blicke ich es noch nie. Sicherheitsraum. Okay, da komme ich. Ich kann dich da aber mal wieder klassisch machen, oder? Danke. Ja, komm. So. Gebt mir euren Kram. Da ist noch eins. Bist denn du? Scheiße, habe ich nicht gesehen, wo du rein bist. Du? Oh. Also mit der GLOO muss ich schon ein bisschen näher ran, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Und irgendwie habe ich gerade G-A-M-E-T-W-O im Kopf. Keine Ahnung. Die allerbeste Gaming-Show. G-A-M-E-T-W-O. Robert? Alice, Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Shh. Moment mal. Da kommt wer. Okay, Leute. Ich habe hier auf jeden Fall schon ordentlich aufgeräumt. Und da ist diese Neuromod, von der mir erzählt wurde. Achso. Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transterentwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um deinen Transkript zu öffnen und gehe anschließend zum Neuromod-Bereich. Ah ja. Okay, leveln, Leute. Looten und leveln. So, Mediziner. Dein Wissen über Medizin erhöht die Effektivität von Medikits auf 150%. Hacker, da sind wir schon bei dem Thema. Du umgehst bei Computern und Robotersystemen Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Es gibt auch Roboter, okay. Hebelkraft, habe ich auch schon was gesehen. Du kannst schwere Objekte problemlos anheben und Objekte weiter werfen. Geworfene Objekte werfen, fügen Gegnern Schaden zu. Reparatur hat man jetzt auch gerade schon eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, Craftlifts, Fabrikatoren und Recycler zu reparieren. Im Überlebensmodus kannst du Ersatzteile, bestehende Waffen reparieren. Okay, das habe ich ja nie. Was ist das? Konditionsschub erhöht deine Gesundheit. Okay, ja, und Ausdauer wird erhöht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns erstmal um unser Leben kümmern. Und deswegen nehme ich das. Okay. Sehr cool. Bestimmt wären gerade viele Transter-Mitarbeiter gerne stärker und schneller. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Na, hier mit Hebekraft 2 könnte ich da jetzt abgehen, ne? Und mein Leben ist auch wieder hochgegangen durch die Auflevelung, fällt mir gerade auf. Eine Mechanik, die man auch nochmal nutzen kann. So, jetzt sind wir wieder beim Thema. Gehen denn wirklich alle Toilettenspülungen? Oh, zerknirrt das Papier. Ja, das ist mir sehr wichtig, das auszuprobieren. Danke. Und noch einen schönen grüner Gold Mountain Tee auf der Toilette gefunden. Fantastico. Ja, also diesen großen Dude, den Phantomas, auf den freue ich mich ja gar nicht, ne? Der sieht ja richtig unheimlich aus. Der ist bestimmt richtig stark, Leute. Huch, Favoritenrad. Okay, habe ich schon gecheckt. Dankeschön. Okay, und ich soll in die Lobby. Okay, und dann gehen wir da durch, ne? Alles klar, Leute. Mann, ey, das macht voll Bock, muss ich zugeben. Bin schon voll drin. Z,
Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Geht so. Sehr, sehr cooles Poster. So habe ich mir das gerade einverleibt, ne? Den Neuromod. Okay, wer bist du? Du hast auf jeden Fall ein Medikit für mich am Start. Boah. Aber warum sehen denn ihre Gesichter so zerfressen? So als so aufgebläht. Die sehen so ein bisschen aus wie so Wasserleichen. Lobby. Okay. Das kannst du auch nie lassen, in jeden Mülleimer reinzulunzen. Hebekraft. Okay. Das heißt aber, dass ich ja anscheinend auch wieder zurückkommen kann hier, oder? Weil das kann man ja jetzt alles von Anfang an noch gar nicht haben. Scheiße, das erste Leck. Vorsicht, gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Okay. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Ja, tatsächlich. Da sprichst du was an. Erkundung, Thea. Erkundung. Die Talos 1 steht dir zum Erkunden offen. Mittels der Schotten ohne Aufzug kannst du von der Lobby aus in jeden Teil der Raumstation gelangen. Du kannst jederzeit in die Lobby oder einen anderen Bereich, den du entdeckt hast, zurückkehren, optionale Ziele abzuschließen. Oh ja, Leute. Alles werde ich nicht schaffen. Aber ich werde bestimmt das eine oder andere erledigen. Okay, da oben ist die Videodatei. Da muss ich hin, ne? Okay, ich guck mal ein bisschen rum. Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Okay. Sieht jemand was? Also diese Mimics und so, die sorgen ja auch so ein bisschen für so Störsignale, oder? Weil ja alles so am Flackern ist. Ausdauer. Scheiße. Oh, es sind super viele, merke ich gerade. Okay, ich hab's da, oder? Yes. Schrotpatronen bekomme ich hier auch. Okay, ja. Schön, dass die Moni dabei haben. Die wirken so ein bisschen wie, als würden die so alles aufsaugen, oder? So wirken die auf mich. Haben wir wirklich alle Leichen erwischt? Ich weiß noch nie so richtig, wozu ich den Kram brauche. Ah, okay. Medikit. Sollte ich vielleicht schon mal eins nehmen, oder? Mit Ehe. Okay. Sauber. Toiletten. Scheint sau wichtig zu sein. Wenn das sogar als mir angezeigt wird. Geil. Toiletten. Gehen die Spülungen? Ja. Krieg ich ein Orchester hin? Spülungsorchester? Okay. Guten Morgen, Talos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord... Ah, geil. Nimm das, Toilette! Oh! Okay, Ausdauer im Blick behalten. Eine kleine Memo an mich selber. Aber das Reinwenden macht doch Bock. So, das sieht aus, als könnte ich das irgendwie verwenden, ne? Wenn ich irgendwas mal habe, was Feuer macht.
Okay, ist es jetzt hier oben oder eher da oben? Oh. Weil der hat einen grünen Balken, Leute. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Ah ja, tragen. Okay. Ah, krass. Ach so, geil. Oh. Hier, Schützi. Schießen. Schieß doch. Okay, der macht den kaputt. Ich dachte, der macht den weg jetzt. Hat nicht ganz so... Außer der hat ihn jetzt kaputt gemacht, oder? Nimm den nochmal und stell ihn vielleicht doch nochmal hier in die Ecke. Doch, der hat auch Schaden bekommen. Da steht es ja auch, reparieren, ne? Vielleicht eher in die Richtung doch nochmal. Exklusivkanister. Okay, ich kann die halt wirklich, glaube ich, benutzen, ne? Okay, geil. Wir werden das nochmal ausprobieren. Oh, hier ist eine Schlüsselkarte. Traumata-Zentrum. Ist das nicht das, wo ich sogar hin muss dann irgendwann mal? Okay, Leute. Okay, hier gehe ich noch runter. Ja, weil hier auch noch so viel Loot rumliegt. Oh, da ist auch noch so eins. Wer bist du? Jason Chang. Oh. Okay. Shuttle Dog. Keine passende Schlüsselkarte. Okay. Oh, da liegt irgendwas Interessantes. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Irgendwie auch so ein bisschen beruhigend, wenn nur so ein Roboter mit mir labert, oder? Dann ist es nicht ganz so, fühle ich mich nicht ganz so alleine hier. In dieser riesen Halle. Oh, okay, es ist Zeit. Mein Freund. Jetzt. Oh, scheiße, ich muss aber aufpassen. Da kann ich mich auch trotzdem noch treffen. Oh, geil. Das geht wirklich, Leute. Schieß. Oh, gut, den... Ja, von hier triffst du den hier, ne? Mal wie er abhaut, die feige Sau. Okay, er ist ja ordentlich aufgeräumt hier. Okay, das ist gut zu wissen, dass ich die Sachen auch benutzen kann, ne? Yes, Alter. Richtig gut. Okay, ja, ich habe trotzdem schon wieder Schaden bekommen, ne? Komm, die mache ich jetzt mal wieder von Hand, oder? Von Hand ist gut. Guck mal, das Ding hier, ne? Aber ich habe halt noch nichts so Richtiges, wo ich drauf ballern kann, oder? Das ist so das Problem. Guck mal, hier kann man übelst aufräumen, wenn hier was ist, ne? Guck mal, das ist unsere... Unser Shuttle hier, unser Schiff, Leute. So sieht es aus, oder? Ist das eigentlich echt so ein Ding? Das sieht man immer in Sci-Fi-Settings, dass die Station von ihrem eigenen Schiff so eine Miniaturansicht hat, so ein selbstgebautes. Das ist immer so. Oder ist das nur für uns als Zuschauer irgendwann mal gemacht wurden, damit wir eine Vorstellung dafür kriegen, wie groß dieses Schiff ist, auch was wir uns filmlich oder videospielmäßig befinden. Ich weiß es nicht. Oh! Geil! Es liegt ja einfach so rum. Und hier? Soll das Kennedy sein? Ja, tatsächlich. Zum Andenken. Geil, auch wie die Talos mit drauf geballert haben. Sehr geil. 2030. Ach, cool. Die Talos 1 ist voll funktionsfähig. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Die erste Neuromod ist erschienen.
und ermöglicht die spektakuläre Verbesserung des menschlichen Verstandes und Körpers. Decker, ich mach nix, ne? Ich stehe nur davor und sie der redet. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. Transtar kauft und privatisiert die Kletka-Einrichtung mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und modernsten Verbesserungen. 1980 bis 1994. Die geopolitischen Entwicklungen führen zu einem vorübergehenden Stopp des Projekts Axiom. Die Kletka-Einrichtung wurde nach dem bedauerlichen Pobek-Unfall, bei dem zwei Wissenschaftler ihr Leben verloren, stillgelegt und geräumt. Sehr coole Idee. 1964. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Kennedy bezahlen die USA für das Recht, Kletka als Testeinrichtung nutzen zu dürfen. Diese Periode, bekannt als Projekt Axiom, führt zu vielen Fortschritten in moderner Material- und Biowissenschaft, die der neuralen Modifikation zugrunde liegen. 1963. Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und Sowjets gemeinsam an einer Forschungseinrichtung namens Kletka arbeiten. Kletka, russisch für Käfig, produziert das Skelett und die Kernsysteme der Talos 1. Sehr schön. Sehr schöne Details. Ich habe das Feld mal von hinten. Eigentlich geht man in diese Richtung. Ich habe aber einfach hinten angefangen. Okay, liebe Leute. Das muss auch mal sein. Ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Und ich hatte doch ein Ziel. Wo wollte ich denn hin, Leute? Hier wollte ich nie hin. Ich wollte zu meinem Büro gehen, ne? Security. Gibt es halt sau viele Wege. Aber mit dem... Ah, ja, ja. Oh, ist das geil. Und? Ach nee. Okay, ich hätte jetzt schwören können, dass so Mimik da drin ist. Okay, dann in dem Mülleimer. Oh, ja, na klar. Wie geil ist das denn gemacht? Genial, Okay, witzigerweise habe ich ja den Schlüssel dafür. Aber hier sollte ich doch gar nicht hin, oder? Ich habe es jetzt aber schon mal aufgemacht. Wartet mal, ich mache erstmal das, was ich machen soll. Okay, da ist wieder so mein Freund. Der Geschützturm. Vorstandsbüro. Okay, den Apfel nehme ich mir mit. Huch, das war ein bisschen zu schnell. Dr. Ingwe, ich habe Ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, aber es gibt keine Garantien. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie Ihnen mit. Okay, kann man das auch langsamer machen? Irgendwie nicht so richtig, oder? Ach so, die E-Mail. Ja, alles klar. Ich dachte, da oben ist noch Text, den ich noch nie gesehen habe. Okay, ja. Okay, dieser Rechner ist von Bianca Goodwin. Und da ist wieder eine Schlüsselkarte versteckt. Okay, ich muss echt... Ach, nochmal dieselbe. Ach so, ja, ja. Also mit das und wenn ich jetzt ein... Dann schmeiße ich das und dann soll das auch Schaden machen, ne? Okay, das war jetzt nochmal dieselbe Schlüsselkarte. Also mehrere Möglichkeiten, die zu finden. Ist hier nochmal so eine Neuromod? Naja. Ich dachte, die ist immer an den Dingern. Sylvian Bellamy. Okay, das ist ja der wichtige Dude hier, ne? Ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit. Hoffentlich auch weiterhin. Wenn Sie die Tests nicht erfolgreich sind und irgendwas schief läuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immerhin freiwillig gemeldet. Hallo? Wenn Sie, guten Morgen, Talos. Wenn sich die Tests in die Länge ziehen sollten, Sie Ihr Büro vielleicht runter zum Slim Lab verlegen. Weniger Aufwand für Sie. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen.
Und sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unseren Fall gefeiert haben. Okay, die ist von mir, die E-Mail, an den Doktor. Der Code für ihr Büro lautet 0451. Danke. Scanne Ziel, kein Teilchenmaterial entdeckt. Hast du richtig entdeckt? Yes, Geschützi. Bester Freund, Geschützi, Sunburst. Kein Passwort. Hacken kann ich noch nie. Ach so, guck mal. Okay. Gut, aber das scheinen die wichtigsten Terminals zu sein, oder? Wenn da einfach die Passwörter da sind. Von mir ist auf jeden Fall die E-Mail. Fehlersuche Version 0.7.6 ausführlich. Code geändert. Die Kerle von der Wartung haben das Keypad von meinem Büro vermurkst. Habe es auf 0451 zurücksetzen lassen. Ich bin eine Weile in dem Sim-Labor. Wenn sie also was brauchen, bedienen sie sich einfach. Okay. Aber kann mir jemand noch mal genau sagen, was ich eigentlich für einen Beruf habe? Ist es schon so klar? Oder bin ich jetzt einfach nur aufgrund, dass mein Bruder hier arbeitet, dazu berechtigt, hier zu sein? So Vitamin B-mäßig. Dein Büro. Alter, was habe ich denn für ein Büro, bitte? Willkommen zurück. Das war in den letzten drei Jahren ihr Zuhause. Das Video dürfte auf ihrem Arbeitsterminal sein. Cool. Okay. Dann schauen wir uns das natürlich an. Aber vorher nehme ich noch mal den Medusala-Apfel. Ah, ich liebe den, die Mocha übrigens auch. Neuromod, geil. 4 Stück habe ich jetzt. Oh, da können wir gleich richtig leveln, Leute. Guten Morgen, Morgen. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt im Tresor. Looking Glass, Videowiedergabe auf dem Hauptbildschirm. Ah, krass. Ein Büro mit Ausblick. Oh. Hallo Morgan. Harter Tag? Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Sie ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Sie weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihr Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Nein! Server down! Gewicht! Oh, scheiße! Oh Mann, das war jetzt echt so spannend! Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Okay. Okay, Leute. Wow, ja, das ist ja super cool. Okay, ich krieg nächsten Anruf, Leute. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Wie simpel auch. Looking Glass, oder? Ich cool. Okay.
Okay, Leute. Mann, das gefällt mir nicht gut, ne? Medikit. Okay, was machen wir als erstes? Speichern, ist klar. Kann ich, das Geile ist, ich liebe ja, wenn ich mit F5 einfach speichern kann, ohne dass ihr das mitbekommt, weil ich nicht immer ins Hauptmenü rein muss. Liebe Leute, wir müssen erstmal in die Abteilung Neuromods. Wir müssen leveln, Leute, weil ich habe jetzt 4 von den Dingern und jetzt müssen wir es klug machen. Ich nehme auf jeden Fall den Hacker-Skill, oder? Wobei... Doch, ich nehme den Hacker-Skill. Ich glaube, diese Basics brauche ich erstmal, oder? Dass ich das mal alles machen kann. Das war, glaube ich, mehr Medizin durch Medikit. Okay. Das war diese Hebekraft, die mache ich jetzt auch. Reparatur mache ich auch. Und jetzt habe ich noch einen übrig. Kann ich damit noch was machen? Nee, ne? Ich brauche jetzt für alle. Außer das könnte ich jetzt machen. Mehr Heilung. Okay, dann würde ich ehrlich gesagt sogar sparen lieber. Tatsächlich. Operator, Dispenser, was ist das? Kann nichts machen hier, oder? Nö. Oh, hier, nächste Schlüsselkarte. Morgen, just sweet. Okay. Da kann ich jetzt anscheinend noch mal in den neuen Bereich reingehen. So, was bist du? Gegenstände in den Abfallbehälter werfen. Recycler. Oh. Benutzter Plastikschlauch? Ach so. Da unten steht jetzt Materialertrag. Okay. Oh, jetzt kriege ich eine Info. Sehr schön. Auf die habe ich ehrlich gesagt gewartet. Recycler waren ungewollte Gegenstände in synthetisches, mineralisches, organisches und exotisches Material, aus dem du im Fabrikator neue Gegenstände herstellen kannst. Oh. Kurzer. Gut, wir machen das mal kurz. Okay. Gibt's hier so einen Fabrikator? Hier, tatsächlich. Start. Okay. Guck's mir nochmal an. Fabrikator nutzen Fabrikatorpläne, um Dutzende von nützlichen Gegenständen an Bord der Talos herzustellen. Jeder hergestellte Gegenstand verbraucht eine Kombination aus Bam-Bam-Bam-Materialien, die wir uns gerade vorgelesen haben. Suche auf der Talos nach Plänen und Materialien. Okay, ich habe jetzt nur die Rohrzange. Und für die bräuchte ich dann den Kram. Okay, ich brauche aber jetzt gerade keine Rohrzange. Da ich aber mein... Gucken wir mal, ob hier noch mehr rumliegt. Nicht, dass ich hier einen Bauplan oder so überlese. Da ich aber mein Inventar gerne etwas reduzieren würde, würde ich jetzt tatsächlich hier mal durchgehen und den Bums hier reinschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, wozu ich das sonst brauche. Sowas, eine Flasche Sekt, die von Erde zu Talos 1 gebracht wurde, stellt ein Gesundheit wieder her, heilt Furcht. Kann ich mit, im Moment noch nichts mit anfangen. Ersatzteile brauchte ich für die Reparatur. Würde ich also hier hinballern. Das ist 9mm Muni. Ich habe zweimal die Rohrzange. Ich weiß nicht, ob die kaputt gehen kann. Deswegen baller ich die jetzt aber weg, weil ich kann mir eh eine neue bauen. Ne? So, das sind alles Muni-Sachen. Das hier kommt weg. Kommt weg. Das ist schon so ein Material, ne? Genau. Der Tee kommt weg. Das kommt alles weg. Das ist mein Neuromod. Kommt weg. Kommt weg. Das sind auch schon die Materialien. Sehr geil. Und dann würde ich sagen, ballern wir das durch. Falls ich jetzt irgendwo einen geilen Plan kriege, kann ich dann vielleicht schon mal loslegen, ne? Guck mal, Leute. Sehr schön. Das sieht doch gut aus, oder? Habe ich da immer noch Bananen? Okay. Ist in Ordnung.
Okay, geil, das Hammer. Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Ich soll jetzt in Dr. Calvinius Werkstatt, um das Looking Glass wieder zu aktivieren. Das Schütz hier. Achtung! Hallo? Schieß! Yes, Alter. Sehr geil. Danke dir. Was war hier? Oh, Kampfgrundlagen. Nutze im Kampf die Umgebung und setze Werkzeuge ein. Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf bestehen. Wähle einen alternativen Weg, um an harten Gegnern vorbeizuschleichen oder komme ihnen zuvor. Wenn du kämpfen willst, hast du deine Überlebenschance, indem du Gegner vorher mit Werkzeugen wiedergehen und Kanone außer Gefecht setzt. Ja, das muss ich mir natürlich auf die Fahnen schreiben, ne? Was ist das jetzt hier? Oh! Er kommt! Yes, Alter. Sehr geil. Ich meine, ab und zu kann man das ja schon mal nutzen. Ah ja. Oh. Danke dir. Und er hat auch 9mm Muni am Start. Fantastisch. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Telefonkonkurrenz. Zentrale. Oh, oh, da kommt der Typ noch raus. Ich schlag mich tot aus der Pistole. Das war ja geil. Okay, Gott sei Dank ist hier noch einer. Yes! Pistol, Leute! Gut, ich denke jetzt nicht, dass das... Okay, bam, 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 Standardwaffe. Und ich mache damit weniger Aufsehen. Ist in Ordnung. Muss ich ihn noch laden? Yes. Du? Sehr schön. Okay, geil. Und die ist jetzt hoffentlich auf der 3. Ja, sehr schön. Okay, Leute, ich habe ein Upgrade, Freunde. Pistol. Okay, Dr. Calvinions Werkstatt. Okay, jetzt weiß ich ja auch, wozu ich den ganzen Scheiß brauche hier, ne? Und jetzt könnte ich nämlich auch hier diese Dinger abballern, ne? Diese Kanister hier. Um da mal für ordentlich Aufsehen zu sorgen. Ist hier? Ja, ich muss tatsächlich hier lang. Also, seid nicht traurig. Ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass ich hier wieder zurückkomme. Deswegen würde ich jetzt nie alles lösen. Ich habe ja diese... Für das Traumazentrum jetzt noch die Schlüsselkarte. Das habe ich ja schon aufgemacht. Was bist du denn? Okay, nichts, was ich brauche. Und hier ist auch noch so ein Gelöt, ne? Fehlfunktion. So. Guten Morgen, Talos. Ach, geil! Unser Stationspsychologe Dr. Kohl bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, das ist ja einen cool. Termin im Traumazentrum auszumachen. Na gut, dann mache ich ja gleich weiter, oder? Bleibt das Inventar immer schön ein bisschen leer. Fantastisch. Cool. Seht ihr, das habe ich jetzt schon repariert. Weil ich mir den Skill geholt habe. Ne? Ist natürlich richtig nice. Okay, ich check, was ich tun soll. Und ich gehe rüber in den ins Maschinenlabor. Okay. Oh Mann, Leute. Ich komme so langsam rein. Verstehe so ein bisschen... worum es geht und welche Gegner es gibt. Macht extrem Bock, kann ich euch sagen. Richtig tolles Spiel jetzt schon. Okay,
Okay, schleich mal. Ich mach mal Schleichibert. Schleichangriff zum Schleichen. Okay, ich gehe nochmal rein. Drücke C zum Schleichen, wenn du in der Situation meiden willst. Beim Schleichen bewegst du dich lautlos und kannst dich hinter einer Deckung verstecken, um nicht gesehen zu werden. Wenn Gegner dich entdecken, erscheint eine Anzeige über ihn. Weiß bedeutet, dass sie misstrauisch sind. Rot, du wurdest entdeckt. Ahnungslose Gegner leiden mehr Schaden durch deine Angriffe. Okay. Der erste Roboter. Robbie Robson. Oh. Reparaturdefinition. Neu vorgegeben. Und da steht auch korrupt, ne? Das ist natürlich schwer, weil da hinten ja auch noch so, so ein Dude ist. Desintegrierter Kreislauf hat aus. Oh, oh. Okay. Anzug wurde beschädigt. Scheiße. Ich hab nix, oder? Oder ist es das Y? Doch, es ist das Y. Okay, cool. Das explodiert noch, das Gerät, ne? Okay, das bin ich jetzt aber. Ich hab echt gut angefangen mit, ich schleich mal kurz rein. Und dann bin ich ja komplett ausgerastet gerade. Habt ihr das gesehen? Ich bin ja völlig durchgedreht gerade. Okay, ich muss erstmal in Ruhe nachladen. Ist schon, okay. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der so viel aushält. Vielleicht sollte ich den wirklich erstmal einschaumatisieren. Die Chillmugge hier. Ist hier noch einer? Ich hoffe nie. Hey, kommst du mit? Ich habe Larsen in den Führungsraum geschickt, damit er uns eine Flasche Old Sadar organisiert. Lust mitzukommen? Verzögerung der Vorführung. Die Vorführung der Artax-Antriebssystems muss verschoben werden. Wir arbeiten hier in der Werkstatt nach an einem kleinen Kalibrierungsproblem. Besteht aber kein Grund zur Sorge. Okay, mehr war nicht, ne? Okay, ist noch so eine Rohrzange. Einfach nur, falls ich die recyceln möchte. Turnstein. Okay. Den Code habe ich auf jeden Fall nicht. Guck mal, hier ist auch noch so eins. Ach so, ich kann den sogar zerlegen mit dem Skill. Ah, okay, cool. Ich weiß nicht, ob ich hier noch schleichen soll. Oh, ich höre ja aber einen dicken Stampfen, Leute. Ich habe ich alle, ne? Oh, hier ist so echt so ein Dicker, ne? Okay. Asteroidenfragment. Okay. Schön, mal ein bisschen gucken, wie das hier nochmal eine Schlüsselkarte rumliegt. Guck mal, das hätte ich alles nutzen können. Ne? Oh, da ist noch einer. Das ist ja günstig. Immer? Ich muss halt dafür sorgen, dass er mich nie erwischt, ne? Warte mal. Er mal hierher kommt. Scheiße. Er kommt nie. Neu vorgegeben. Kommt er? Ich meine, ich hab den ja an. Wo ist denn der? Oh, ich glaube, der spürt meine Falle, Leute. Der
Der ist doch hier. Jetzt. Sehr schön. Trotzdem nur noch 10 Schuss, ne? Favoritenrad ermöglicht. Ja, ja, okay, das habe ich verstanden, Spiel. Öffnen, verschlossen. Hier komme ich rein, sehr geil. Okay, ich traue mir mal wieder zu stehen. Oh! Sind das Echtzeitaufnahmen? Und hier bewegt sich niemand, ne? Und bei der, wo es interessant ist, haben wir ein Störbild. Wo ist das? Waffen-Upgrade. Waffen verbessern. Ach je, okay. Waffen-Upgrade. Kannst du Waffen verbessern? Wähle die Waffe, die du verbessern möchtest, drücke R. Okay. Einige Verbesserungen erfordern fortgeschrittene Fähigkeiten. Und nochmal eine Pistole. Die könnte ich aber ja recyceln, ne? Haben wir gesagt. Wenn ich das möchte. Bist du? Oh! Munition oder... Oder Pistole. Wartet mal. Was wollte ich machen? Ich gehe mal kurz rein. Aber ich muss auch die richtige nehmen, ne? Verbessern. Okay, Feuerkraft, Magazinkapazität, Reichweite, Präzision. Dann natürlich erstmal die Feuerkraft. Bestätigen. Sehr geil. Und kann ich genau gucken, welche Fabrikator-Geschichten ich jetzt gerade bekommen habe? Okay, danke, reicht. Nie wirklich, oder? Weil ich überlege gerade, ob ich halt nochmal zurückgehe, mir Muni baue. Aber das ist wahrscheinlich doof, oder? Bin mir unsicher. Okay, da hinten ist Dr. Calvino. Und da ist aber auch so ein Dude, ne? Das Phantom, Leute. Keine passende Schlüsselkarte. Ich gehe nochmal kurz zu dem Rechner. Da waren noch irgendwelche Programme. Sicherheitsstation. Okay, Sicherheitsstation. Die Sicherheitsstation überwachen alle zugewiesenen Talos 1-Mitarbeiter. Nimm du den Namen eines Angestellten anwählst, teilst du ein Ziel mit Tracking-Informationen frei. Ah, okay. Vorausgesetzt, ihr Tracking-Armband ist aktiviert. Okay, das ist ja nice. Das heißt, wenn ich da speziell jemanden suche... Oh, guck mal hier. Oh, hier muss ich echt reingucken. Ist sogar noch die Bereichskarte, ne? Die wäre mir fast entgangen, liebe Leute. Okay. Okay, Sicherheitsschrank entriegeln. Oder verriegeln? Okay. Und hier sind jetzt die ganzen Leute. Aber ich suche jetzt niemanden, ne? Ich soll ja eigentlich nur in den Labor gehen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Was mich jetzt gerade interessiert, ist... Ach, das ist jetzt auf hier. Guck mal. Ist ja geil. Guck mal, hier ist nochmal Schützi. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Okay. Pass auf, ich aktiviere dich jetzt teil. Ich überlege nur noch, wo ich dich hinstelle. Oh. Ist sauber. Okay, können wir das ausstellen? Kontrollpunkt zurücksetzen? Ja, oder? Ja, okay. Ist ja, es ist halt geil, wenn dann Feinde da sind, ne?
Dann kann man hier halt richtig aufräumen. Oh, Dr. Calvinius Werkstatt. Okay, ich muss anscheinend hier lang. Wo bist du rein? Hier, ne? Okay, der ist schon tot. Gedankenspiel. Es sind bestimmt noch mehr, oder? Duckbier. Okay, Leute, ich sehe mit dem Blick auf die Zeit, wir kommen so langsam dem Ende auch für heute entgegen. Ich würde nur noch mit euch gerne gucken, was hier abgeht. Oh, da unten. Ach, krass. Der hat den auch so eingeschaumatisiert. Ich habe damit nichts zu tun, lieber Phantomas. Okay, kommt ja jetzt. Wir werden es mitkriegen, oder? Sonnengetrocknete Tomaten. Achso, hier liegt auch noch einer. Und der hat natürlich... Oh Gott, Schlüsselkarten, ne? Personaleingang. Oh Mann. Muss man schon echt genau lunzen, ne? Die Frage ist, komme ich da unten rein? Ja, ich komme da wirklich hin. Geil. Okay. Kann ich das auch noch wegmachen? Jetzt, Leute. Geil, oder? Das ist echt ein geiles Ding. Könnte man halt natürlich auch noch ein bisschen verbessern, ne? Der hat richtig guten Staff dabei. Was ist das? EMP-Ladung. Die EMP-Ladung. Ja, elektromagnetische energiefreie. Hochaktiv gegen Roboter, Geschütze und andere elektrische Einheiten. Kannst du werfen oder an scharnierenden Objekten befestigen. Okay. Dadurch, dass ich noch Platz habe, nehme ich das jetzt mal mit, ne? Die Rohrzange. Um die vielleicht nochmal zu recyceln. Okay, das war nur ein Geheimversteck, ne? Sehe ich das richtig? Und ist das jetzt auch schon wieder? Ja, das ist jetzt auf der 4, die EMP-Mine. Ich muss mir das auch alles ein bisschen merken, ne? Okay, Leute. Das war nur ein Geheimgang, aber ein guter. Habe ich jetzt die EMP-Mine... Ach so, wartet. Nee, das kann ich nie öffnen. Oh, hier ist schon wieder eins. Wo bist denn du? Wissen Sie, wo der rein ist? Ach, da unten. Das ist der da. Okay, ja. Gut, der ist da unten festgehangen. Okay, liebe Leute. Also, ich würde vorschlagen, in der nächsten Folge werden wir zusammen in Dr. Calvinios Büro, Werkstatt gehen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir da hinkommen. Aber wir werden bestimmt einen Weg finden. Und für heute sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch macht es genauso Bock wie mir. Ich bin auf jeden Fall drin und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, Leute. Tschüss.